erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Frage des Gesamtkeimdrucks. Und die Frage kommt von Friedel. Und Friedel möchte Folgendes wissen. Hallo, Herr Kammerer, bitte macht weiter so. Meine Frage ist, kann man den Gesamtkeimdruck auch messen oder bringt das gar nichts für einen Koi-Besitzer? Ich habe das in einem Forum gelesen, dass man auch mit Dipslides Tests zu Hause machen kann. Nützt das was? Nützt das was, wenn man den Keimdruck kennt? Mit freundlichen Grüßen, Friedel. Friedel, also deinen Fischen nützt es definitiv nichts. Und dir nützt es vielleicht nur insofern was, dass du danach total panisch bist und irgendwelche Maßnahmen einleitest, die am Ende mehr schaden als helfen. Und das Problem an den Dipslides, die gibt es, da kann man den Keimdruck mit bestimmen, die Kolonienzahl, aber man kann nur die Gesamtkolonienzahl bestimmen. Also man kann nicht sagen, es sind böse, es sind gute, es sind halbgute, halbböse, irgendwas, oder es ist die und die Zusammensetzung, sondern du kriegst einfach nachher eine Zahl und da heißt es, um Gottes Willen unbedingt Maßnahmen einleiten, ist noch okay, geht gerade so, ist gut, ist sehr gut, ist super und ist, was weiß ich, trinkwassertauglich. So, aber was nützt dir das? Es nützt dir am Ende gar nichts. Und ich kann an jeden nur appellieren, und das ist genau wie mit den Schmuddelecken im Teich, wenn das Gesamtsystem stimmt, ja, ich habe ausreichend große Biologie, ich habe ausreichend Wasseraustausch zwischen Teich und Filter, ich habe eine ausreichende UV-Bestrahlung, hier immer wieder mein Tipp, zwischen 4 und 5 Watt pro Kubikmeter. Und werden diese 4 bis 5 Watt pro Kubikmeter auch richtig in einem Reaktor wie bei uns angestrahlt, dass auch wirklich eine Entkeimung stattfindet. Und habe ich auch noch ausreichend Wasserwechsel jede Woche hier. Mein Tipp in den Monaten der Fütterung, 25%. Dann muss ich mir auch über meinen Keimdruck wirklich keine Gedanken machen. Punkt. Und glauben Sie mir, ich habe so viele hunderte Kunden und ich habe so viele Kunden über die Jahre beobachtet. Ja? Man kann sich mit so einem Zeug, kann man sich wirklich verrückt machen. Ich kenne genug, die sich verrückt gemacht haben. Nachher angefangen mit Chlordioxid, mit Chloramin T oder anderen Desinfektionsmaßnahmen per Essigsäure. Immer wieder versucht, ihren Keimdruck runterzuprügeln. Aber beim Versuch, die schlechten zu vernichten, sind auch genauso viele oder wenn nicht sogar noch mehr gute Bakterien totgegangen. Und Achtung, auch hier, viele haben dieses Bild im Kopf. Nur die Nitrifikanten sind gute Bakterien, also nur die Ammoniumnitrit und Nitrit in Nitrat bakteriell oxidieren. Wissen Sie eigentlich, wie viele gute Bakterien wir noch in diesem System haben und brauchen, damit es unseren Fischen gut geht? Und genau das wird von all den Menschen vergessen, die ständig dabei sind, die Bösen mit irgendwelchen noch böseren Mitteln zu bekämpfen. Das bringt den Erfolg der Koi-Haltung nicht. Denken Sie ein bisschen mehr an die Natur. In der Natur gibt es auch gute und böse Bakterien. Also wir sind ja in der Natur, aber ich wollte so, jetzt ist der auch weg. Ich wollte sagen, bei Menschen, ja, wissen Sie, wie viel böse Bakterien von unserem Immunsystem jeden Tag bekämpft werden müssen? Das ist ein eigener Teil, das Immunsystem ist ein eigener Teil und einer der wichtigsten Teile in unserem Körper. Drum mein Appell, bauen Sie Ihre Anlage vernünftig auf, füttern Sie Ihre Fische vernünftig, kaufen Sie nicht das billigste Futter, lassen Sie sich das Futter für Ihre Koi was kosten. Ich habe es in dem vorangegangenen Blog erst gesagt, wir entwickeln ständig weiter und gucken und machen und tun, ja. Und glauben Sie mir, das, was wir heute wissen, welchen Einfluss das Futter auf den Koi, auf ihre biologische Filterung und auf ihre mechanische Filterung hat, das ist richtig brutal. Und wenn das alles stimmt und Ihre Koi über ein Leben im gesunden Wasser, über die Ernährung, mit einem gesunden, frischen, gut entwickelten, ausgewogenen Futter, wenn die darüber ihr Immunsystem aufbauen können und oben halten können, ja, dann sage ich Ihnen, dann müssen Sie sich wirklich keinen Kopf machen über Ihren Gesamtkeimdruck. Ja? Da kann Ihnen zwar, ich sage, hau jetzt mal eine Zahl raus, in 50% aller Teiche kann ein Tierarzt kommen, kann Gesamtkeimdruck messen und er legt Ihnen nachher einen Laborbefund vor, wo drin steht, Keimdruck zu hoch, Achtung, Maßnahmen einleiten. Ja? Nur ist es jetzt leider Gottes so, diese Gesamtkeimdrucktests, wenn sie tierärztlich durchgeführt werden, die werden halt an Teichen durchgeführt, wo gerade Probleme sind. Ja? Und dann ist natürlich, weil an einem Teich mit gesunden Fischen kommt in der Regel kein Tierarzt. Und wenn die Fische gesund sind, macht er auch diese Analyse nicht. Kostet ja Geld. Und wenn da Probleme da sind und der Gesamtkeimdruck hoch ist, dann wird natürlich relativ schnell da eine Verbindung geschaffen und gesagt, das ist der Schuldige, das ist das Opfer. Ja? Aber jetzt sollten wir doch mal hergehen und sollten mal an 10 Teichen, wo keine Probleme sind, sollten wir mal einen Gesamtkeimdruck messen. Und dann mal schauen, in wie vielen ist es da schlecht und die Fische sind trotzdem gesund. Also ich sage Ihnen, das ganze Thema Gesundheit der Koi ist sehr, 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 sehr viel komplexer, als dass man sagen kann, der Gesamtkeimdruck
hat da eine maßgebliche Rolle. Irgendwelche Schmuddelecken im Teich haben da eine maßgebliche Rolle. Ich sage Ihnen, es ist der gesunde Fisch, der schöne Fisch, der Fisch, der wachsen will, kommt aus dem Gesamten heraus. Aus dem gesunden Wasser, das ich auf viele, viele unterschiedliche Weisen aufbereiten kann. Und ich sage es Ihnen jetzt auch nochmal, mein Lieblingssatz, 99% aller Probleme, die mir begegnen, wo jetzt wirklich Probleme im Bestand sind, wo Infektionen im Bestand sind oder virale Probleme, ob jetzt CEV, KHV, egal, 99% kommen übers Umsetzen, Zusetzen aus Quellen, die einfach unseriös sind, wo eben genau so gearbeitet wird, dass ständig der Keimdruck nach unten geprügelt wird, wo viel, viel, viel zu viel Chemie eingesetzt wird. Dinge, die wir ablehnen und ich sogar zum Teil verabscheue. Machen Sie es gut. Vielen Dank für deine Frage, Friedel. Und die Dipslides kosten einen Arsch voll Geld. Und außer, dass sie dich verrückt machen und dir vielleicht noch mehr Geld aus der Tasche ziehen, weil du dir noch weitere Chemie kaufst, wird nichts passieren. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.